Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit einer neuen Folge von Black Mirror. Müssen wir mal speichern, ne? Das habe ich letztes Mal ganz vergessen. So, mal ganz kurz gespeichert und wir machen jetzt hier weiter. Wir sind jetzt hier im Keller und müssen mehr über den Tod herausfinden von Elsa. Gott. Ihr wurde das Genick gebrochen. Und mit beachtlicher Kraft, wie es scheint. Ihre Halskette scheint aus Gold, wenn auch recht schlicht zu sein. Und es ist keinerlei Anhänger daran. Trotzdem viel zu teuer für ein Hausmädchen. Es... Woher kommt dieser plötzliche Luftzug? Mr. Gordon? Bitte reden Sie mit mir. Dein Bock ist hier, mein Rehlein. Rehlein? Nicht gerade die typische Anrede für das Personal. Der fehlende Anhänger. Er hat ihn in die Wanne voll Blut geworfen. David, können Sie mich hören? Wir sind alle hier, Sir. Hier in der Dunkelheit. Wir... Es ist erwacht. Der Dachboden, Sir. Sie ist auf dem Dachboden. Was ist passiert? Sie sahen aus, als wären Sie in einer Art Trance. Vielleicht macht sich der Schlafmangel bemerkbar. Oder die Visionen, für die Sie mich verrückt erklären würden. Ich weiß, dass Sie mir etwas verschweigen. Ich bin auf Ihrer Seite, wirklich. Ich dachte, das hätte ich Ihnen schon bewiesen. Vielleicht schätze ich Sie tatsächlich falsch ein. Ihr Vater wollte auch nicht mit mir reden. Bitte lassen Sie mich helfen. Oder auch nicht. Ich bin nicht Ihr Patient. Ich bin nicht geisteskrank. Uah, wie abscheulich. Es ist ja schließlich nicht Ihre Hand. Okay, dann gucken wir mal. Aber wieso können wir das sehen als... Französisch. Ich kann kein Französisch. Ich schon. Hier steht, für Clara. Für immer dein. Wer ist Clara? Keine Ahnung. Vielleicht noch eine Verwandte? Wir sollten jemanden fragen, der schon länger hier ist. Woher wussten Sie, dass er dort war? Den Anhänger, meine ich. Das würden Sie mir sowieso nicht glauben. So ein Gefühl. Eddie gab ihn ihr. Wir sollten ihn persönlich fragen, in welcher Beziehung er zu ihr stand. Schon wieder so eine Geistergeschichte? Das würden Sie nicht verstehen. Ich kann nicht... Ich verstehe sehr wohl, dass wir keinen Mann ohne Beweis des Mordes beschuldigen. War Eddie der Mörder? Ich meine, aber warum? Die Naht ist zerrissen, als sie sich von ihm losmachen wollte. Ja, es kann schon sein. Ich meine, da ist er leider überreagiert, aber... Fleisch scheint in diesem Haus hoch im Kurs zu stehen. Haben wir jetzt alles, finden Sie? Das Zimmermädchen hätte sich das niemals leisten können. Es ist eine Eitelkeit der Reichen, nicht der Armen. Das Zimmermädchen hätte sich das niemals leisten können. Ja. Es ist eine Eitelkeit der Reichen, nicht der Armen. So. Dann müssen wir jetzt Eddie fragen. Ich wollte ja eigentlich mal jemand anderen fragen, Rory. Weil der ja auch alle kennt hier. Da ja irgendwie ziemlich gesprächig. Also was ist ziemlich. Oh, wo geht's denn hier raus? Oh, wo geht's denn hier raus? Hat er nochmal hier oder was? Oh, das ist echt nervig. Ja, ist auch gut, wenn die Kamera nicht auf dem Weg ist. Danke. Weil da haben wir jetzt alles. So. Aber gut.
Ja, wir können auch ganz... Aber, Leute, wir können auch ganz kurz Rory fragen. Meiner Gott, Schaden tut's nichts. Wenn das nicht geht, dann gehen wir gleich wieder rein. Aber jetzt, bevor ich jetzt gerade davor stehe, habe ich jetzt keinen... Warum muss ich nicht gleich zurück ran? Da ist er. Den kennt doch alle. Weil ich irgendwie, ich glaube, es ist Ellie. Kann ich über ihn reden? Gar nicht. Nö, ist nicht. Ist mir nicht erlaubt. Gut, dann fragen wir Ellie. Ah gut, wenigstens haben wir jetzt schon mal die Kette. Dann müssen wir Ellie fragen. Dann müssen wir jetzt durchsetzen. Aber es ist schon mal was. Vielleicht hat Ellie ja doch was damit zu tun. Ich meine, ich weiß es nicht, aber es kann ein Reflex gewesen sein, dass es vielleicht gar nicht geplant war. Und dann ist halt eins auf dem anderen gekommen und da hat sie umgebracht. Da weiß das, ne? Also das ist eine Vermutung, ich weiß es nicht. Vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Ich könnte mir Ellie auch nicht vorstellen. Ich könnte mir gar keinen vorstellen. Außer uns selber. Wenn Eddie ihr wirklich den Anhänger gab, ist er vielleicht ihr Mörder. Und ich verliere vielleicht nicht den Verstand. Mr. McKinnon, wer ist Clara? Lady Clara, Master Eddies verstorbene Mutter. In der Bibliothek steht eine Kiste mit ihren Habseligkeiten, denn Master Eddie fühlt sich mehr den Gordons zugehörig als den Mallorys. Die Bewohner des Hauses sind nicht sehr redefreudig. Nicht einmal, wenn ich tatsächlich eine Frage an sie habe. Wenn Eddie... Gut. Weiß ich Bescheid. Ab in die Bibliothek. Damals war die Bibliothek immer der Testzimmer mit dem Kamin. Ich weiß nicht, ob sie jetzt genauso ist, damals in Blackmore 1 war es so. Hoffentlich auch. So. Ich entscheide die Polizei. Ist doch einfach lustig, was da drauf morgen die Cops, ey. Das ist Mord, ja, lassen wir die aber immer so einen Tag da liegen. Ich verstehe mich immer nicht, wie man das untersuchen kann, aber... Es ist andere die Bibliothek, die andere Raum. Na, hier ist aber nichts. Also hier ist nichts. Nee, dann muss es der andere sein. Da wo Mr. Mayor Harrison aus seinen Bruder hat. Wir müssen irgendwie nochmal auf dem Dach. Scheint ja auch immer sehr Wichtiges zu sein. Die Habseligkeiten von Eddies Mutter. Ah, Untersuchung. Erkennen Sie das? Die Halskette. Ist das... Der kleine Eddie und seine Mutter Clara. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Mann, Corporal Victor Mallory, Nummer 874511, am 14. September bei Ypres im Gefecht gefallen ist. Ihr Ehemann war Teil eines Vormarschs gegen die feindlichen Linien. Obwohl er und viele Kameraden fielen, war der Vormarsch erfolgreich und Sie mögen Trost daraus schöpfen, dass sein Opfer viele Leben gerettet hat. Es war nicht möglich, seine Überreste abzutransportieren.
Er ruht in einem Soldatengrab. Im Namen des gesamten Regiments möchte ich Ihnen mein aufrichtiges Beileid antragen. Hochachtungsvoll, Captain Arthur Jones, 4. Armee. Aha. Geliebter Victor, danke für deinen letzten Brief. Mit jedem deiner Worte geht mir das Herz auf. Ich berühre die Tinte und fühle die Nähe deiner Hand, wie wir uns beinahe berühren, so dass ich fast die Wärme deiner Haut spüren kann. Der kleine Eddie ähnelt seinem Vater täglich mehr. Du wärst verblüfft, wie ähnlich er dir sieht. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem dieser furchtbare Krieg endet und du zu uns zurückkehrst und wir wieder eine Familie sind. Ich schreibe dir bald wieder. Bis dahin bist du stets in unseren Herzen. Deine dich liebende Frau Clara. Das Datum. Sie schrieb das hier, als die Nachricht von seinem Tod eintraf. Die arme Frau. Die Habseligkeiten von Eddies Mutter. Zimmermädchen hätte sich das niemals leisten können. Es ist eine Eitelkeit der Reichen, nicht der Armen. Das war's. Sehen Sie? Die Kette gehörte seiner Mutter. Er gab sie dem Hausmädchen. Dem Hausmädchen. Sie haben recht. Darüber müssen wir mit ihm reden. Aber wie konnten Sie das wissen? Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie mir nichts sagen. Cousin Eddie ist vielleicht ein Mörder. Wie ich diese Rückschlüsse ziehe, kann warten. Okay, dann heißt, wir müssen jetzt mit Eddie reden. Okay, jetzt sind wir auf der Test in die Bibliothek. Ich war es mir nicht bewusst, was die Bibliothek ist. Weil damals... Nee, die Bibliothek hatte damals auch keinen Kamin. Nee. Naja, stimmt nicht. Muss ich zurücknehmen? Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Das war damals... Damals war es so, da kam halt ein Raum, ne, mit dem Kamin und der Bezemann gemacht. Und dann hat man da halt immer gelesen, ist ja ganz klar, ne, und es ist kalt. Und warum liest man nicht vom schönen Kamin? Deswegen, nein, also sorry. Hatte ich falsch gesagt. Das habe ich weiß nicht. Oh, ja. Könnt ihr auch was. Also wenn ihr mal was Falsches sagt, ne, könnt ihr auch gerne berichten. Eddie, ich habe eine Frage zum Hausmädchen. Zu Elsa. Du kanntest sie nicht. Ich weiß, dass du und sie. Ich meine. Ich weiß, dass du Gefühle für sie hattest. Was? So ein Unsinn! Du bist genauso gestört wie dein Vater! Wirklich, David. Du treibst es eindeutig zu weit. Die Polizei ist bald hier. Möchten Sie diese Sache nicht lieber vorher aufklären? Für den Fall, dass man Eddie das Verbrechen anhängt. Jetzt hören Sie mal, junge Dame. Wie können Sie es wagen? Das reicht! Eddie. Gabst du ihm den hier? Er gehörte deiner Mutter. Ja, er war... Eddie! Ich wollte sie nur etwas aufheitern. Sie besaß nichts und ich brauchte ihn nicht. Du weißt, dass sie ihrer Großmutter fast ihren gesamten Lohn schickte. Ihre Kleidung war zerrissen, als hätte sich ihr jemand aufzudrängen versucht. Ich hätte ihr nie etwas angetan. Mein Rehlein. Seltsame Anrede für ein Dienstmädchen. Woher?
Das war nur ein harmloser Spaß, mehr nicht. Du nichtsnutziger Lügner, glaubst du, gegen einen Tierkadaver gedrückt zu werden, war harmloser Spaß für sie? Woher weißt du? Es stimmt. Elsa und ich. Ich hätte niemals Hand an sie gelegt. Wir liebten uns. Ich half ihr bei allem. Sogar bei der Arbeit. Rose. Das reicht jetzt, Eddie. Du bist aufgebracht. Und du bist keine Hilfe, David. Angus, bringen Sie Master Eddie bitte nach oben. Wie Sie meinen, Madam. Na, ganz toll. Ich finde, du hast hier für genug Unruhe gesorgt. Wir werden dieses Erbschaftsdilemma gleich morgen früh klären. Das glaube ich nicht. Ich habe jetzt mehr Fragen denn je. Über meinen Vater, das Hausmädchen, das ganze verdammte Haus. Nimm dich in Acht, David. Muss ich dich an den Jähzorn deines Vaters erinnern? Ich würde nie... Angesichts des aktuellen Gemütszustands von Master Eddie, der doch in der Erbangelegenheit berücksichtigt werden sollte, wäre jede weitere Diskussion dieses Themas derzeit sinnlos. Finden Sie nicht? Danke, Lea. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass Sie hier sind. Unverfrorene Belger. Was geht hier vor? Haben Sie bemerkt, wann Margaret wütend wurde? Als Eddie ihre Arbeit erwähnte und... Rose, was bedeutet das? Es kann nur mit Großmutter Rosemary und Tante Cecilia zu tun haben. Und was immer das Mädchen auf dem Dachboden wollte. Der Dachboden? Ich sah das Hausmädchen mit einem Tablett herunterkommen, aber da oben ist nichts als ein leerer Raum. Dachte ich jedenfalls. Interessant. Was ist los, David? Mal sehen. David, warten Sie! wieso? Sie müssen sich mir anvertrauen, David. Was sehen Sie? Erinnerung. Ich sehe Echos. Erinnerungen an die, die hier gelebt haben. Ich sehe meinen Vater als kleinen Jungen. Er versucht, mit mir zu kommunizieren. Vielleicht waren Sie als Kind einst hier. Vielleicht sind das Geschichten, die Ihr Vater über diesen Ort erzählt hat. Sehen Sie, ich wusste, Sie glauben mir nicht. Wenn das nur Erinnerungen sind, woher wusste ich dann, wo der Anhänger ist? Woher hätte ich gewusst, dass er sich ihr aufzwingen wollte? Oder halten Sie mich für Ihren Mörder? Ich halte Sie nicht für einen Mörder, David. Und Sie haben recht. Ich habe keine Erklärung. Also? Also... Konzentrieren wir uns auf die Fakten? Ich höre. Sie sahen die Leiche des Mädchens. Ihr Genick war gebrochen. Das hat ein Mensch getan, kein Geist, richtig? Vermutlich, ja. Lady Margaret weiß mehr, als sie sagt. So viel ist sicher. Aber ihr irgendetwas zu entlocken? Oh, ich weiß. Aber bei Eddie ist das vielleicht einfacher. Ja, ja. Wir müssen ihn finden und dafür sorgen, dass Margaret nicht dazwischenfunkt. Ich glaube, sie schläft bereits, aber ich sehe nach. Finden Sie Eddie. Finden Sie heraus, warum Elsa auf dem Dachboden war. Gut, Leute, da würde ich sagen, das war's dann jetzt mal wieder für diese Folge. Ach du Scheiße, das Spiel ist echt spannend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es da wieder heißt Black Mirror, das Game ist total cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag es echt immer mehr. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dann, Leute, und tschüss.